Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Video für unseren Kurs Reading Machines – Einführung in die Korpuslinguistik. Wir sind im zweiten Teil des Kurses angelangt, wo es darum geht, selber zu kochen, also nicht mehr nur essen zu gehen, sondern tatsächlich selber Corpora zu erstellen und zu analysieren. Wir gleiten gewissermaßen in dieses Thema rein, indem wir noch ein weiteres Analyse-Tool kennenlernen, was man verwenden kann für vorgefertigte Corpora, aber eben auch für eigene Corpora. Das nennt sich Sketch Engine. Sketch Engine lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen füttern und idealerweise macht man das, indem man XML-Dateien einspeist. Sie haben XML-Dateien schon gesehen. Ich werde heute dazu ein bisschen was Genaueres sagen. Was ist Sketch Engine? Das ist ein kommerzielles Tool, was von Kilgariff entwickelt wurde und ist eine unglaublich mächtige Analyse-Software, speziell für korpuslinguistische Zwecke, wie gesagt, eigentlich kommerziell und kostenpflichtig. Dank EU-Fördergeldern ist es aber so, dass Sie zurzeit kostenlos darauf zugreifen können mit Ihrem ganz normalen ZIA-Log, ZIH-Login. Ich werde Ihnen nachher zeigen, wie das funktioniert. Es ist möglich, ganz einfach dort Texte oder auch Textsammlungen hochzuladen und dort werden sie dann vollautomatisch prozessiert, also Part-of-Speech-Tagging und diese ganzen Geschichten laufen vollautomatisch ab. Und dann haben wir aber auch die Möglichkeit, mit den vorinstallierten Corpora in Sketch Engine zu arbeiten. Das sind Web-Corpora, automatisiert gecrawlt vor ein paar Jahren und sehr groß, mehrere Milliarden Wörter, zum Beispiel D1013 mit deutschsprachigen Texten. Und das können wir dann als Referenz-Corpora zum Beispiel sehr gut verwenden. Wir haben die Möglichkeit, wie wir es aus der Korpuslinguistik kennen, Konkordanzen zu erstellen, Kollokationen zu berechnen, Keyword-Berechnungen, N-Gramme und wir haben auch Word-Sketch. Das ist vergleichbar mit dem Wortprofil, wie wir es in DWDS kennengelernt haben, also nach bestimmten syntaktischen Funktionen, ja, also Attribute oder Genitiv, Dativ- und Akkusativobjekte von bestimmten Suchwörtern und so weiter und so fort. Und wir haben defaultmäßig als Grundeinstellung 1 Million Tokens frei zur Verfügung für eigene Corpora. Das lässt sich problemlos erhöhen durch Anfrage beim Administrator, der für die TU Dresden zusammen mit Alexander Lasch ich bin. Das ist im Bedarfsfall überhaupt kein Problem, wenn Sie also eine Seminararbeit schreiben möchten mit größeren Corpora oder auch Abschlussarbeiten. Bis zu 10 Millionen Tokens oder eventuell sogar noch mehr sind dann problemlos möglich. Das können Sie in Sketch Engine selber beantragen. Wir bekommen dann eine E-Mail und schalten es frei, wenn Sie es vorher mit uns abgesprochen haben. Ich möchte Sketch Engine ganz kurz zeigen. So sieht das aus. Ich mache es mal ein bisschen größer. Sie können sich dann hier einloggen und wählen dann hier den Institutional Login. Suchen nach Dresden und dann können Sie sich hier mit Ihrem ZIA-Login einloggen. Das ist dann diese Oberfläche. Ich habe hier das Korpus Weihnachtsansprachen schon hochgeladen. Ich möchte nur noch mal zeigen, wie es im Prinzip geht. Sie gehen hier auf New Corpus und können dann hier Test, müssen dann hier die Sprache bestimmen. Und können dann hier die einzelnen Texte hochladen. Einzelne Texte oder auch ZIP-Files oder was auch immer. Es gibt auch die Möglichkeit hier Find Text on the Web, dass man einfach URLs eingibt. Aber das würde ich nicht zuraten. Ja, da werden wir im Kurs noch Möglichkeiten kennenlernen, wie man hier besser vorgehen kann. Gehen wir nochmal zum Dashboard zurück. Also das ist das Korb, das möchte ich wieder löschen. So, Dashboard. Select Corpus. Gehen wir doch mal hier auf das Weihnachtsansprachen-Corpus. Wir haben dann hier die Möglichkeit, ne, gehen wir mal wir. Sie sehen, dass hier eine Satzerkennung automatisch implementiert ist. Wir haben dann eben auch die Möglichkeit hier, wie wir es eben kennen, zum Beispiel Gesellschaft
Dann finden wir hier Modifiers auf Gesellschaft, Verben, die im Zusammenhang mit Gesellschaft verwendet werden. Wir können auch hier Keywords berechnen und können einfach mal auch dieses das schon bereits erwähnte riesige Korpus D10.10 verwenden. Wir haben die Möglichkeit, hier noch genauere Einstellungen vorzunehmen. Das ist so ein bisschen eine Frage des Ausprobierens. Sollen also besonders seltene oder eher häufig als auch Funktionswörter gefunden werden. Aber wir lassen das doch mal so. Ja, und das sind jetzt hier typische Wörter für Weihnachtsansprachen. Wir haben auch die Möglichkeit, das möchte ich Ihnen zeigen, Dashboard, ich muss auch mal ein bisschen suchen, Manage Corpus, genau, Subkorpora zu erstellen. Ich habe hier einfach die ganzen einzelnen Dateien hochgeladen, wie ich sie Ihnen auch schon zur Verfügung gestellt hatte für die Übungen zur letzten Sitzung. Damit können wir hier nichts anfangen, aber nach Filename, ja, gehen wir doch jetzt mal hier auf die aktuelle Ansprache, die ich hier schon mit hochgeladen habe. Wir nennen das Ganze jetzt 2020, speichern das Ganze und können jetzt eine Keyword-Analyse durchführen und müssen dann als Referenzkorpus natürlich entsprechend Weihnachtsansprachen auswählen. So, hier sind sie. Virus, Pandemie, übermorgen. Ne? Aber wir sehen hier, hier ist der Fokus auf seltene Wörter nicht so sinnvoll, weil der Text zu klein ist. Wir können jetzt dann hier vielleicht mal das so anpassen. Gehen wir auch auf die häufigen Wörter und sehen jetzt, dass zum Beispiel das Wörtchen wie häufig ist oder Land, gegen, doch, ne? Was man auch immer dann mit diesen Befunden anfängt. Wir können uns hier unter View ausgeben lassen, dass wir die Relative Frequencies und Counts sehen wollen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, das zu machen, damit wir jetzt hier sehen können bei den Keywords. Ne? Also es ist in beiden Corpora häufig, wird aber in der 2020er Ansprache nochmals doppelt so häufig verwendet wie im langjährigen Mittel. Müsste man sich jetzt die einzelnen Belege anschauen, wie diese verwendet wird. Vielleicht ist hier die typische emphatische Funktion von Demonstrativpronomen und Pronomina am Werke. Ja, das müsste man jetzt dann im Einzelnen prüfen. Multi-Words, hier ist es interessant, dass hier ein Algorithmus implementiert ist, der nicht nach jeder x-beliebigen Wortverbindung sucht, sondern nach solchen, die grammatikalisch gesehen dazu neigen, Sinneinheiten zu bilden, zum Beispiel Adjektiv-Substantiv-Kombinationen, ja, sowas wie unregelmäßiger Unterricht, starkes Land, persönliche Botschaft und so weiter. Aber wie gesagt, bei diesem kleinen Korpus nicht so wirklich aussagekräftig. Wählen wir doch mal hier die vorgefertigten Corpora, German, D10.10. Und gehen jetzt mal hier auf scheint nicht zu funktionieren. Egal, ist jetzt nicht so wichtig, aber wir können hier das, was ich im Sinn hatte, funktioniert nicht. Aber wir können uns jetzt hier mal in diesem großen Korpus mal Wordsketch von Virus anzeigen lassen. Wie gesagt, von 2013 und können dann hier diesen sehen, was sind typische Modifiers, typische Verben und so weiter in einem großen Korpus. N-Gramme können wir berechnen und so weiter und so fort. Ja, das ist nur, können Sie sich selber durchklicken, wenn es Sie interessiert. Wir gehen wieder zurück. Wenn wir also Texte in Sketch Engine einspeisen wollen, müssen wir bereits die Texte als ganz grobes Korpus voraufbereitet haben.
Wie geht das? Dazu ein paar kurze Hinweise, ein paar Do's und vor allem beginnen wir erstmal mit den Don'ts. Sie sind es wahrscheinlich gewohnt gewesen bisher, wenn Sie Texte sammeln, die einfach als Word-Dateien zu sammeln. Und bitte machen Sie das nicht, wenn Sie korpuslinguistisch arbeiten wollen. In Word können Sie benutzen, um Hausarbeiten zu schreiben, um Briefe zu schreiben, meinetwegen, aber nicht, wenn Sie korpuslinguistisch arbeiten wollen. Es geht natürlich noch schlimmer, dass Sie Screenshots machen von Webseiten oder so. Machen Sie das bitte erst recht nicht. Ja? Was Sie schon eher machen können, ist und auch sollten, sind TXT-Files. Ganz einfache, simple TXT-Files. Dann empfehle ich es Ihnen, die Dateinamen gut zu wählen und vor allem auch systematisch zu vergeben. Und gewöhnen Sie sich bitte an, statt Leerzeichen Unterstriche zu nehmen. Das wird Ihnen manchmal noch nützlich sein. Also wenn wir jetzt uns für Neujahrsansprachen interessieren, damit werden wir nachher arbeiten, können wir jetzt die aktuelle Neujahrsansprache so abspeichern, so benennen, 2021 Unterstrich Merkel.txt. Gerade wenn wir mit EndConc und mit Voyant-Tools arbeiten, ist es sinnvoll, einen Korpus so anzulegen, dass man einfach jeden Text als einzelne TXT-File so abspeichert. Das geht natürlich nur bei einer begrenzten Anzahl von Texten. Ab 1000 Texten wird es dann irgendwann echt mühsam. Da gibt es dann andere Wege und Mittel. Aber für so kleinere Projekte mit kleineren Textmengen ist das eine gute Möglichkeit. So bin ich ja auch vorgegangen hier. In den Weihnachtsansprachen, genauso sehen die ja aus, wie ich ihnen das Korpus zur Verfügung gestellt habe. Ich würde Ihnen übrigens empfehlen, wenn Sie Daten in Dateinamen übernehmen, manchmal muss ja auch ein komplettes Datum vergeben werden, dann machen Sie das bitte nach diesem maschinenlesbaren Format, Jahr, Monat, Tag. Das hat den Sinn, dass Dateien ja automatisch sortiert werden in ihrem Finder und vom Computer. Und das funktioniert eben nach Maschinenlogik. Und damit dann auch wirklich chronologisch die Daten sortiert werden, muss das Jahr vorne stehen. Ja? Also bitte schreiben Sie nicht 010121 für den 1.1.21. sondern eben 201101. Aber das nur am Rande. Was auch eine Möglichkeit ist Datenbanken anzulegen. Es gibt so Programme wie Access oder andere nützliche Software, die Sie da verwenden können. Das hat den Vorteil gegenüber TXT-Files, dass wir Metadaten mit erfassen können. Sowas wie Sprecherin oder Jahr oder Textsorte, Quelle und so weiter, was ja nicht wirklich Teil des Textes ist, wie wir gelernt haben, sondern eben ein Metadatum ist. Und das können wir hier getrennt erfassen. Selbst Excel-Files können so angelegt werden, dass wir einfach pro Text eine Zeile haben und dann in die verschiedenen Spalten die Metadaten und eine Spalte dann eben für den eigentlich zu untersuchenden Text. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit. Und die beste Möglichkeit, die Sie haben, ist XML. Das ist die professionellste Variante und mit der Sie sich wirklich auf dem Standard in der Korpuslinguistik bewegen. Ich werde Ihnen eine kleine Einführung im Folgenden geben und ich möchte Ihnen dringend empfehlen, sich mal intensiv und ausführlich mit dem Thema XML zu beschäftigen. Das können wir hier im Kurs nicht machen, aber es gibt jede Menge Tutorials da draußen im Netz. XML ist ein Standard, ein internationaler Standard für die Textprozessierung. XML bedeutet ausgeschrieben Extensible Markup Language. Das heißt, es ist eine Markup Language wie HTML zum Beispiel auch. Alle Sprachen mit ML sind Markup Languages und sie ist extensible, das heißt erweiterbar, beliebig erweiterbar. Was sind Markups? Markups sind maschinenlesbare Auszeichnungen von Textteilen, was typischerweise mit sogenannten Tags passiert. Hier sehen Sie ein Beispiel, wie Sätze typischerweise ausgezeichnet werden. Wir haben hier in eckigen Klammern, in diesen Spitzenklammern, Entschuldigung, diesen Spitzenklammern,
die Tags und wir haben immer einen öffnenden Tag und einen schließenden Tag. Der schließende Tag hier mit dem Slash vor der Tag-Bezeichnung. Hier mal ein Beispiel, wie dann ein Korpus formatiert sein kann. Wir haben das Wurzelelement, was alles umschließt, immer öffnend und schließend. Ja, innerhalb dieses Root-Elements dann die einzelnen Texte, auch hier wieder öffnen, öffnend und schließend, und innerhalb eines Textes dann die einzelnen Paragraphs, Absätze. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es geht dann noch weiter, das ist jetzt hier gekürzt, auch hier wieder öffnend und schließend. Weiterhin haben wir die Möglichkeit, dass wir in den einzelnen Elementen, die wir die blauen Teile nennen, noch Attribute hinterlegen können, um Metadaten anzugeben. Ja, und die Terminologie sieht so aus, dass wir in blau die einzelnen Elemente haben, die bilden sogenannten Nodes in diesem Tree, in diesem Syntaxbaum des XML-Dokuments. Und wir haben dann innerhalb der Elemente die Attribute, das sind die Metadatenkategorien. Und diese Attribute können bestimmte Values annehmen, das sind dann die einzelnen Werte eben dieser Metadatenkategorien. Ja, und das ist also hier eine Rede von Angela Merkel aus dem Jahr 2021 oder zum Jahr 2021 müssten wir genauer sagen, denn die Rede wurde ja am 31.12. gehalten. Wir können, wenn wir mit Texteditoren arbeiten, dann auch diese XML-Dokumente einklappen. Ja, da finden sich dann hier so ein kleines Häkchen oder ein Minus oder so. Dann können wir das ganze Korpus einklappen oder nur einzelne Texte. Ich stelle Ihnen eine XML-File zur Verfügung, wo Sie das alles dann ausprobieren können. Sowieso empfiehlt es sich, mit Texteditoren zu arbeiten, die über Syntax-Highlighting verfügen. Das hatte ich Ihnen in einem meiner letzten Videos schon gezeigt. Ich empfehle für Mac BBEdit und für Windows Notepad++. Für beide aber empfehle ich Sublime, was auch für Linux verfügbar ist. Und da werden dann eben die Tags farblich hervorgehoben. Wenn Sie einen Fehler machen, sehen Sie das sofort, weil die Farben sich verschieben. In Sublime gibt es den tollen Service, dass auch Tags, also schließende Tags automatisch ergänzt werden. Also macht eine Autovervollständigung. Ja, und damit können Sie dann arbeiten. Es wäre auch sonst in jedem x-beliebigen Texteditor möglich, aber ich empfehle die mit Syntax-Highlighting. XML-Elemente, ich gehe nochmal zurück, ich habe hier Speaker und Year, sind prinzipiell frei wählbar. Wir können da auch Redner schreiben oder Ja oder was auch immer Sie möchten. Ich empfehle Ihnen aber dringend, sich an englischsprachigen Standards zu empfehlen und die auch selber für sich durchzuhalten und nehmen Sie einfach die englischsprachigen, ja? Damit sind Sie auf der sicheren Seite, dann ist es für alle auf der ganzen Welt verständlich. Und orientieren Sie sich möglichst auch an HTML. In HTML werden zum Beispiel einzelne Absätze mit P ausgezeichnet, Listen mit List und die einzelnen Bestandteile von Listen mit Item und so weiter und so fort. Und wenn Sie das machen, sind Sie auch auf der sicheren Seite. Ja, da gibt es jede Menge Empfehlungen, was vernünftige Elemente sind. Wie gesagt, es ist möglich, alles Mögliche einzusetzen, aber es empfiehlt sich einfach, sich doch der Mehrheit anzupassen an dieser Stelle. Es gibt auch, das möchte ich auch noch erwähnen, eine sehr wichtige wissenschaftliche Initiative, die Text Encoding Initiative, TEI, welche Standards entwickelt für die nachhaltige Repräsentation von Texten. Zum Beispiel in Editionsprojekten, wenn wir Handschriften digital aufbereiten, aber eben auch Korpusdaten, aber auch sowas wie gesprochensprachliche Korpora, damit nicht jeder und jede Wissenschaftlerin ihren eigenen Standard, ihr eigenes Tagset entwickelt, gibt es da eben Vorschläge und
Wir können nach TEI sehr komplizierte, aber dann eben mit allen möglichen Informationen versehene XML-Files anlegen. Ich möchte Ihnen das einmal zeigen, wie sowas aussieht. Das hier ist ein nach TEI formatiertes Dokument der aktuellen Neujahrsansprache. Wir sehen jetzt hier, dass wir die Möglichkeit haben, hier den ganzen TEI-Header einzuklappen. Hier sind die ganzen Metadateninformationen untergebracht. Also wie ist der Titel, aber auch was ist die, wer ist hier der Publisher, unter welcher URL wurde der Text bezogen, was gibt es hier bestimmte Keywords, mit welchem Tool wurde das oder der Text bezogen? Trafinatura werden wir noch kennenlernen. Das sind alles wichtige Informationen. Wir können ja alles Mögliche unterbringen und da gibt es jeweils Vorschläge, wie das genau gestaltet werden soll. Also auch sowas wie Erstdruck und Verlag, was auch immer da interessant sein könnte. Und hier unten kommt dann der eigentliche Text. Wie gesagt. Ne? Jetzt ist es so, dass TEI ist, wie gesagt, der Standard und wenn Sie jetzt wirklich ein professionelles Editionsprojekt machen, dann kommen Sie gar nicht drum herum, dann müssen Sie das machen, sonst bekommen Sie gar keine Fördergelder. Ich finde aber schon, dass für kleinere Projekte ist TEI viel zu aufwendig und ist auch zu unpraktisch. Denn gehen wir nochmals zurück. Wir haben hier die Metadaten innerhalb von Tags und nicht als Attribute. Für so kleinere Projekte würde ich viel eher diesen Stil hier empfehlen. Ganz, ganz knapp gehalten, dass wir hier einfach nur diese beiden Attributen haben, Speaker und Year und dann jeweils mit den Values. Das ist wie gesagt nicht TEI-konform, aber für kleinere Zwecke ist das auf jeden Fall ausreichend. Und das können Sie direkt in Sketch Engine reinschmeißen und dann können Sie damit arbeiten. Okay, Neujahrsansprachen. Das hier ist das Korpus mit Neujahrsansprachen, mit dem Sie jetzt arbeiten können. Jetzt hat sie ja gerade aktuell noch eine Ansprache gehalten. Das ist also die für das Jahr 2020. Wir möchten jetzt die für 2021. Die finden wir hier an dieser Stelle. Und jetzt haben wir hier diese Seite und können jetzt, wenn wir es manuell machen wollen, einfach mal den Text kopieren. Und wir machen mal ein neues Dokument und setzen das hier erstmal ein. So. Wir könnten jetzt hergehen und könnten mal alle doppelten Zeilenumschaltungen entfernen. So. Und jetzt können wir das hier einfügen. Das wäre die Minimalvariante. Speaker ist immer noch Angela Merkel 2021. Und jetzt machen wir hier noch mal sowas. Wir schließen das Ganze wieder. So, das wäre jetzt die Minimalvariante. Es ist jetzt nicht ganz so schön geworden, dass wir hier die einzelnen Absatzumbrüche nicht gekennzeichnet haben. Deswegen gehen wir nochmals zurück. Wo haben wir es? Hier an dieser Stelle finden wir das. Und wir können das jetzt so machen mit Regular Expressions. Sie erinnern sich, das hier findet den Anfang der Zeile. Dann einfach mal alles bis zum Schluss der Zeile, das Ganze in Klammern, damit wir es uns merken. Und wir machen das jetzt so. Das, was in der Klammer gewesen ist und der schließende Tag. So, Replace All. Das können wir wieder rauskopieren und fügen es hier ein. So, das war's schon. Und jetzt haben wir das Korpus ergänzt um den Text, um den es uns geht. Wir speichern das ab
Wir können jetzt immer noch mal prüfen hier, können wir es einklappen? Ja, scheint zu funktionieren. Und jetzt gehen wir in Sketch Engine und installieren ein neues Korpus. Neujahrsansprachen. German. Genau. I have my own texts und jetzt gehen wir also her und wählen hier Neujahrsansprachen aus. Ich ziehe das mal rüber. Es wird hochgeladen. Das geht schnell. Jetzt wird es prozessiert im Hintergrund und es ist ja ein relativ kleines Korpus. Und zack, da ist es. Next. Jetzt wird das Ganze kompiliert. Es sind weniger als 100.000 Wörter, less than a minute. Also das sollte jetzt schnell gehen. Und das Gute ist, Sketch Engine erkennt nun die XML-Struktur, die hinterlegt ist. Was wir sehen können, indem wir zum Beispiel jetzt Keywords berechnen, dann gehen wir jetzt mal hier unten auf Text Types, ne? Können wir hier ausklappen und wählen mal nur, ja, Sie sehen es jetzt hier, wir haben Year als Attribut und wir haben Speaker als Attribut. Wir könnten genauso gut auch hier, na, Filename ist nur ein einziges, File ID ist hier auch nur ein einziges, aber hier haben wir eben die relevanten Informationen. Jetzt interessieren wir uns mal nur für Merkel. Und hier Neujahrsansprachen als Referenzkorpus, also das Gesamte. Und go. Are being processed in background. Hier sind sie. Hier sind die Keywords, die Angela Merkels Neujahrsansprachen auszeichnen im Vergleich zu Schröder und Kohl. Zumindest ein Auszug. Ich habe erst angefangen, dieses Korpus aufzubauen, aber für Übungszwecke soll das reichen. Ja, es geht um Zusammenhalt. Digital ist nicht überraschend. Ja. Auch sowas wie Zweifel zum Beispiel. Ja, wir sollten hier auch wieder die Counts und Relative Frequencies auf jeden Fall mit anzeigen, damit wir hier genauer sehen, inwiefern oder in wie viel genau es häufiger verwendet wird. Das klappen wir wieder ein. Wir können uns auch hier die Multiwords uns mal angucken. Die Kraft der Freiheit, das Land der Ideen, das sind so Merkel-Phrasen, die wir hier jetzt rausgearbeitet haben. Wir können jetzt auch unter Dashboard wiederum Subkorpora bilden. Und hier sehen wir jetzt, dass die XML-Strukturen hier auch sofort verfügbar sind. Wir könnten jetzt hier einzelne Jahrgänge auswählen, Speaker und so weiter und so fort. Das ist wieder das Subkorpusnamen vergeben und so weiter. Ja, so können wir arbeiten. Das wäre es schon von meiner Seite. Probieren Sie es aus. Also ergänzen Sie, wie ich es Ihnen gezeigt habe, das XML-File und dann können Sie selber ein paar Analysen durchführen. Können zum Beispiel auch Weihnachtsansprachen und Neujahrsansprachen mal miteinander vergleichen, was ja auch interessant ist. Viel Spaß dabei und tschüss.